Dankeschön, Frau Präsidentin, meine Damen auf der Regierungsbank, werte Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Muchitsch. Ich habe jetzt diese technische Rede versucht, ganz genau zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob die Zuseher dann um diese Tageszeit für diese technischen Details noch viel Kopf gehabt haben. Aber eines möchte ich schon ein bisschen klarstellen. Seit Einführung dieses Pflegekarenzes im Jahr 2012 haben wir darum gekämpft, dass es auch einen Rechtsanspruch gibt. Also wenn du dich jetzt hierher stellst und erklärst, wir waren immer ein Verfechter, dann sehe ich hier eine gewisse Diskrepanz. Aber es ist wunderschön, dass wir das heute endlich beschließen können, weil ich glaube, dass es notwendig ist, gerade für die pflegenden Angehörigen hier auch Erleichterungen zu schaffen, um die Pflege daheim auch attraktiv zu halten. Das ist überhaupt ein wesentlicher Punkt. Gerade im Bereich Pflege wird ja sehr viel herumgeredet. Es wird mit sehr viel Begrifflichkeiten herumgeworfen. Es wird vieles herumvermanscht. Ich glaube, das war jetzt ein wesentlicher und ein wichtiger Schritt. Ich bin froh, dass wir diesen geschafft haben. Ich glaube auch, dass das nicht die rote Handschrift ist, die dieser Antrag trägt, genauso wie die jährliche Valorisierung des Pflegegelds auf ein Beharren der Freiheitlichen Partei zurückzuführen ist. Ich glaube, das ist notwendig gewesen. Wir sind als soziale Heimatpartei jedenfalls immer da, wo die Menschen sind. Und daher glaube ich, dass es die Menschen auch lohnen werden am 29. September mit ihrer Stimme für die Freiheitliche Partei. Dagmar Belakovic, FPÖ, war das Schlusswort.